Hey Leute und willkommen wieder zu einem neuen Video. Ja, heute geht es mal wieder um eine ganze Menge Amiibo-Sachen. Ich habe so ein bisschen zugeschlagen, da bei Saturn ein Angebot war. Und ja, das packen wir jetzt alles einfach mal zusammen aus. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal hiermit an. Ein Päckchen Amiibo-Karten von Animal Crossing aus der Serie 2. Ja, ich habe bisher eigentlich noch gar keine Amiibo-Karten. Eigentlich will ich die auch nicht unbedingt haben. Ich habe jetzt aber mal einfach so ein Päckchen hier mitgenommen, weil das nur 1,99 gekostet hat. Und wir schauen einfach mal, ob ich da eine richtig geile, seltene Karte drin habe. Und ich bin ganz gespannt. So, machen wir das einfach mal hier oben so auf. So. Und was haben wir denn da Schönes? Hoffentlich das Wertvollste vom Wertvollsten. Also einmal ist das hier, glaube ich, eine Art Anleitung. Sehr schön. Und drei Amiibo-Karten, die hinten sogar so silbern leuchten. Ist ja ganz schick. Was haben wir denn hier? Da haben wir hier Julian, die Nummer 173. Lucia, die Nummer 122, könnte man auch eigentlich Lusche nennen. Und KK als Super-Special-Karte. Ja, mit Leuchteffekt. Coole Sache, die Nummer 101. Und jetzt habe ich immerhin ein paar Amiibo-Karten. Ja, hat sich doch gelohnt. Ab an die Seite mit dem Müll. So, was habe ich denn noch gekauft? Ich habe mir Falco gekauft aus der Smash-Reihe. Der hat mir noch gefehlt. Der ist ja noch relativ neu. Und den gab es ja jetzt für 6,99. Da habe ich den mal mitgenommen, da er mir noch fehlt. Ja, öffnen wir das Ganze mal. Den Müll schmeißen wir einfach mal hier im Zimmer herum. So. Die Anleitungen lege ich mal wieder an die Seite. Der Rest kommt einfach mal weg. Na, komm raus. Ja, da haben wir hier den Falco. Ich werde mal ranzoomen. So. Wartet mal, ein bisschen nochmal scharf stellen. So. So. Ja, sieht doch ganz nett aus, wie er da so steht. Sieht eigentlich fast so aus wie Fox. Nur halt dann Falco. Aber ja, wenn man die von der Smash-Reihe sammelt, so wie ich, dann muss man den halt auch mitnehmen. Stell den einfach mal hier hinten so hin und zeige euch die nächste Amiibo, die ich mir geholt habe, nämlich die hier. Shovel Knight. Ja, ich habe das Spiel für die Wii U. Ich finde es richtig klasse und muss da auch unbedingt die Amiibo haben. Finde ich auch richtig cool, dass es da überhaupt eine gibt. Und da schaltet man ja dann einen Multiplayer frei, was ich auch sehr cool finde. Ich lasse das jetzt mal hier so rangezoomt, aber hier oben steht noch Yacht Club Games und Shovel Knight. Richtig cool. Und was steht hier eigentlich auf der Rückseite? Man kann ihn auch Level Up, okay, und neue Fähigkeiten und so ähnlich und ja, neue Challenge States, also neue ja, Bonus Level, sage ich mal. Und man kann dann hier, wie hier auch steht, zu zweit spielen, dass dann einer der Grüne ist, was ich sehr cool finde. Und ja, wie gesagt, auch die packen wir jetzt mal aus. Die wollte ich mir eigentlich beim Mediamarkt kaufen für 14 Euro. Ich war kurz davor zuzugreifen. Und dann kam das Angebot zum Glück bei Saturn, wo die Amiibo auch nur 6,99 gekostet hat. Und bei dem Preis, da, ja, da packe ich nicht lange. Da habe ich das gleich beim Mediamarkt dann sein lassen und habe bei Saturn zugeschlagen. Und die Amiibo war auch sehr schnell wieder ausverkauft bei dem Preis. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das schnell gesehen habe und zugreifen konnte. So. Hier ist diesmal gar keine Anleitung dabei oder sie ist verschwunden, man weiß es nicht. Aber anscheinend haben sie einfach gar keine reingelegt. So, ja, dann haben wir hier eine Amiibo von Shovel Knight. Sieht unten, glaube ich, fast so ähnlich aus, aber hier steht auch unten Yacht Club Games mit drauf. Dann steht er hier halt so richtig cool und gefällt mir auch sehr gut vom Design her und von der Machart. Und steht hier halt auf diesem lilanen Rittersymbol. Auch das ist doch richtig cool. Der einzige Amiibo seiner Reihe. Und ja, damit ist die Reihe dann auch schon komplett. Und ich kann diesen mal ausprobieren. Richtig cool. So, dann habe ich hier ein paar Amiibos mitgekauft von Animal Crossing. Ja, da ich ja auch Amiibo-Festival spiele, habe ich jetzt auch hierfür noch ein paar weitere Figuren von der Reihe. Die sind mir auch eigentlich sonst zu teuer mit 15 Euro. Aber da sie alle nur 6,99 gekostet haben, habe ich jetzt mal welche mitgenommen. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Auswahl bei der Charakterwahl. Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, hier steht, wie die heißen. Carlotta ist das. Wenn ich das aufbekomme. So, hier sind auch wieder Anleitungen mit bei. So,
Und die Animal Crossing Amiibos, die sind ja hier so braun unten wie Erde und dann sieht das ja auch so ein bisschen aus wie Animal Crossing Wiese. Und ich weiß gar nicht, was das genau darstellen soll, vielleicht ein Hund oder so. Aber es hat Klamotten an. Ja, Carlotta. Und sie ist sogar viel kleiner als der Shovel Knight. So, dann habe ich mir noch die hier mitgenommen. Das ist dann Björn. Ja, ich glaube, es ist ein blaues Schaf oder so. Auch diese werden wir mal aus seinem Gefängnis befreien. So, weg mit dem Müll. Einmal ein blaues Schaf. Ja, welches eine Bauernschürze um hat oder so ähnlich. Auch ganz schick. Kommt da ein. So, dann haben wir hier noch Rosina. Ist zwar keine Rosine, aber sieht fast so aus. So, einmal den Shit entsorgen. Und dann haben wir hier ein rosanes Schaf, würde ich so sagen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie zusammengehören, aber ja, haben wir hier so ein rosa Schäfchen. So, dann haben wir hier noch eine. Die kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Ja, jetzt habe ich das Blöde wieder geöffnet. Ich mache das mal hier gleich an der Seite auf. So. Na komm schon. Anleitung gerettet. Und da haben wir Tom Nook. Ja, das ist ja da der, wo man sein Haus kauft und Immobilien und so weiter und immer abbezahlen muss. Und auch diesen habe ich mir mal geholt, auch wenn er sehr traurig aussieht von seinen Augen aus. Wuhu. Wahrscheinlich, weil er eine Amiibo-Figur geworden ist. So, dann habe ich hier eine weitere. Wenn ich das aufbekomme. So. So. Gleich haben wir es. Und zwar hier. Da haben wir Tina. Ja, das ist wohl ein Igel. Sieht so ein bisschen aus wie Sonic von hinten. So von der Seite könnte man fast denken, dass es Sonic ist, aber auch nur fast. Aber es ist Tina. Wer auch immer das ist. Animal Crossing. So, und eine haben wir noch. Da fehlt nämlich der gute Alte. Der ganz, ganz gute Alte. Der richtig gute Alte. KK Slider. Ja, das ist ja dieser Hund, der Lieder machen kann und singen kann mit seiner Gitarre, was immer auch sehr interessant klingt. Ich finde es aber immer ganz cool. Auch diesen habe ich mir mal geholt. Ja, das war dann eine kleine Amiibo-Sammlung, die ich mir mal im Saturn ergattert habe, weil es da halt dieses Angebot gab mit kaufe eine Figur und zahle 6,99 und kaufe die Karten für 1,99. Da habe ich einfach mal jetzt ein paar mitgenommen, die ich sonst wahrscheinlich erst irgendwann später mir geholt hätte. Aber bei dem Preis am Wochenende, glaube ich, war das ja, wo man die bestellen konnte. Da habe ich dann gesagt, gut, nehme ich mal ein paar mehr mit, dann habe ich ein paar mehr. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Das war euer Bannermeister. Also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.